So, meine lieben Freunde, da bin ich wieder. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, bis es was zu futtern gibt. Und dachte ich mir, komm, starten wir mal eben noch ein Spielchen. Ich bin heute mutig. Und ja, versuchen wir einfach mal irgendjemanden halt online zu besiegen. Mal schauen, wen ich bekomme. Ja, alles klar. Ein Amerikaner, 536. Ja, testen wir einfach mal an. Würde ich sagen, dann testen wir das einfach mal an. Hoffen, dass das funktioniert. Ja, einfach mal schauen. Einfach mal schauen. Einfach mal gucken. Erstmal wieder reinkommen. Ich habe mich, wie gesagt, auch die ganze letzte Woche so auch mit den Spinnen und mit den Filmen beschäftigt. Und wie gesagt, und bei Schach muss man einfach wirklich voll dabei sein, sonst hat das überhaupt keinen Nährwert. Das ist einfach so. Aber mal gucken, ob ich mit dem guten Mann aus den Staaten mithalten kann. Wollen wir mal schauen. Einen Hut hat er auf. Könnte schwer Texas sein. So. Ja, na, okay. Jetzt hat er den da vorgestellt. Ja. Das war jetzt nicht so mein Plan, aber auch nicht so weiter schlimm. Noch nicht wirklich. Ich stelle mich einfach mal hier hin. Mal gucken. Mal gucken, was er davon hält. So. Mal schauen, was er jetzt macht. Jetzt muss er theoretisch den Bauer runterziehen. Theoretisch. Da müsste mein Plan ja eigentlich aufgehen. Ah, jetzt hat er eine Rochade gemacht. Hat er das durchschaut, was ich vorhabe? So, das bedeutet für mich auf jeden Fall mehr Anstrengung. So. Dann mache ich das schon mal frei. Genau. Was habe ich mir gedacht? Dass er das so macht, weil ihm das nicht gefällt, was ich hier mache. Aber schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen locken können. Okay. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das darf, sowas darf nicht passieren. Habt ihr das gesehen? Das darf nicht passieren, sowas. Das ist wirklich so. Das darf nicht passieren. Sowas darf beim Schach nicht passieren. Dass er so leicht meine Dame bekommt. Ja. Ja. Wenn ich euch jetzt sage, ich habe das nicht gesehen, dann sagt ihr sowieso, hör auf Schach zu spielen. Unfassbar. Unfassbar. Ja, in diesem Sinne muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gerade ein bisschen sprachlos, dass er so leicht meine Dame bekommt. Er hat frei gemacht. Ich habe das nicht gesehen. Meine Dame ist weg. Scheiß jemand an. Schatz, hast gehört? Ja, gehört.
Der Texaner hat mir meine Dame geklaut, so. Ja. Unfassbar. Unfassbar. Aber gut, okay. Fehler werden sofort bestraft beim Schach, ne? Das ist einfach so. Tja, dann müssen wir mal schauen, ob wir da noch irgendwie ein bisschen was anderes hinkriegen jetzt. Aber das sieht. Ja, genau, richtig. Tja, so schnell kann's gehen. Und ihr seid live dabei. Ja, nicht ganz live dabei. Okay. Okay. Ja, der weiß auf jeden Fall, was er tut. So, wie gesagt, das ist halt. Aber ich muss meinen Läufer ja noch nicht opfern. Ich wollte jetzt eigentlich hier hoch, aber dann ist er trotzdem weg. Setzen wir ihn erstmal wieder runter. Weil meine Dame ist ja weg. Falls ihr schon mitbekommen habt. Oh, das sieht sowieso nicht gut aus für mich so. Das sieht sowieso nicht so gut für mich aus, wenn ich mir das so angucke. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht gut sieht das für mich aus. Nicht wirklich. Hat das Pferd aber auch super hingestellt. Aber ich kann ja jetzt noch, warte mal eben. Der nimmt jetzt den weg. Jetzt zieht zurück, okay. Ja, guck. Guck. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das Video hochlade. Ich glaube, ich lade nur Erfolge hoch. Nein, wenn ich am Ablosen bin oder was, wie gesagt. Dann ist das halt so. Jetzt habe ich meinen Läufer weggeschmissen, ey. Das gibt's doch gar nicht, ey. Das darfst du keiner erzählen. Siehst du, jetzt geht er nämlich gleich dahin. Ja, ich muss das Pferd rausholen. Sonst ist mein Turm gleich weg. Sonst ist mein Turm gleich weg. Er ist trotzdem weg, ich Esel. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich schon auf diesen Scheiß reingefallen bin. Glück gehabt. So, er beschützt ihn, okay.
kann nicht mal das Pferd wegsetzen. Wegen der Dame. Doch, kann ich. Ich muss nur den König wegsetzen jetzt. Aber es sieht nicht gut aus für mich, Freunde. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Der Texaner reißt mir den Arsch auf. Schatz, hast du gehört? Ja. Reißt mir den Arsch auf. Ja, toll, super. Jetzt kommt er mit dem nächsten an, ey. Oh. Das ist doch Kacke jetzt. Das ist doch jetzt echt Kacke, ist das doch, ey. Ich will meine Türmchen behalten. Da muss ich mein Türmchen wegsetzen, dann nützt alle nichts. Dann muss ich mein Türmchen wegsetzen. Nützt alle nichts. So. Diesem Schlamassel rauskomme. Das sieht nicht so aus. Das sieht nicht wirklich danach aus, dass ich aus diesem Schlamassel rauskomme. So. So, mal gucken. Ja, er hat ja schon plus 16, wie gesagt, das ist ja eigentlich schon Niederlage, minus 7, trotzdem. Oh. Oh. Oh, schon krass. Schon krass so. Nee. Ist doch scheiße. Das ist doch Käse, ist ja doch. Das ist doch Käse. Okay. Immerhin habe ich seine Dame. Immerhin, Schatz, hier habe ich seine Dame, aber trotzdem. Trotzdem. Trotzdem, so. Ja, du weißt, was ich vorhab, ne? Ja, Probleme. Kann ich ihm doch noch ein bisschen Paroli bieten? Ein bisschen. Richtig spannend. Richtig spannend ist das gerade. Richtig spannend. Was meint ihr? Schreibt mir einfach in die Kommentare. Ja, ich habe zwar momentan erst 8 Abonnenten, davon die meisten aus der Familie. Aber egal. Wie gesagt, ich freue mich über jedes Kommentar und über jede Hilfe.
oder über jeden Tipp, was Schach angeht. Immer her damit. Immer her damit. So, was hat er denn jetzt vor? Jetzt ist er hochgegangen. Jetzt ist er hochgegangen. Lass mal überlegen, ob ich jetzt noch ein bisschen, ja, ein bisschen zurückärgern kann. Ich hoffe, dass ich den Spieß ein wenig umdrehen kann, aber. Oh. Das war keine gute Idee. Nee, nee. Das war gerade keine gute Idee. Gar nicht gut. Aber wenn ich den jetzt hier hinstelle, weiß ich jetzt nicht. Aber ey, ein Turm muss ich schon behalten. Ein Turm muss ich schon behalten. Ich gehe das Risiko mal ein. Ich schaue mal, was er macht. So, mal gucken. Wenn man den Turm jetzt wegnimmt. Ja, er macht es. Gnadenlos. Gnadenlos. Nimmt er mir den Turm weg. Gnadenlos. Okay. Okay. Weil ich halt ein Texaner, ne? Würde ich mal so sagen. So, was macht er nun? Was macht er nun? Was kann er mit seinem Pferdchen gerade anrichten? Ich gehe. Nein, kann ich nicht. Ich gehe mal hier hin. Geht der überhaupt? Ist aber drin, ne? Ja, ist am Laden. Am Laden ist er. Ja, was sagt ihr dazu? Ist ein geiles Spiel, ne? Wenn ich jetzt noch gewinnen würde, dann wäre das eine Sensation. Aber da gehe ich mal nicht von aus, dass ich jetzt noch gewinne. Da gehe ich mal nicht von aus. Aber ich weiß gerade nicht, was er da macht. Warum hat er das denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Steckt da was hinter? Keine Ahnung. So. Okay. Mal gucken. Jetzt versucht er mit seinem Turm mich anzugreifen. Mal schauen, ob ich den blockieren kann. Normalerweise müsste ich den eigentlich blockieren können. So, was hat er jetzt gemacht? Habe ich so schnell die B6. Okay. Mal erstmal diesen hier. Mal gucken. Boah, den Turm hätte ich gerne, ey. Boah, wenn ich den Turm kriegen würde, Schatzi. Ja. Boah, dann würde ich das Ding vielleicht echt noch rumreißen. Hast du? Hä? Hast du schon? Wäre cool, aber da gehe ich bis jetzt mal noch nicht von aus. Mal gucken, was er vorhat jetzt. Gucken, was er vorhat. Vielleicht hat er mich auch ein bisschen unterschätzt. Der hat so einen schönen Cowboy-Hut. Ja, ist schon geil. Macht Spaß. Wirklich. Macht richtig Spaß.
Macht richtig Spaß. So, wo geht er denn jetzt hin? Jetzt hat er ihn darüber gesetzt. Logischerweise. Logischerweise. Okay. So, was kann ich denn jetzt mal tun? Ich könnte zum Beispiel erstmal das hier. So. Mal gucken. Schon klar. Schon klar so, aber da spiele ich so erstmal nicht mit. Ich will mein Pferd eigentlich nicht wegschmeißen. Aber wenn ich den Turm kriege, dann mache ich das doch. Na komm. Hol dir mal einen Zossen. Komm. Auf jeden Fall hat er mich, dass er mir die Dame so schnell weggenommen hat, hat er mich auf jeden Fall mit wachgerüttelt. Definitiv. So, was macht er jetzt? Jetzt hat er den runtergesetzt. Aber das ist auch völlig egal, weil dann mache ich das. So, nun nimmst du mein Pferd, nehme ich deinen Turm. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Aber wenn ich jetzt ihn hier hinsetze, dann können die Bauern mir, können mir ja schon nichts mehr. Moment, mal überlegen. Wenn ich das Pferd jetzt hier rüber setze, so, dann können die Bauern mir nichts mehr. Und er kann mit seinem, doch, er kann runter. Aber das bringt nichts. Genau. Ich setze das Ding mal einfach mal hier hin. Mal gucken. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Ich könnte auch. Nee. Nee, ich gehe mal hier hin.
Schatzi, könntest du mir mal was zu trinken bringen, bitte? Ja, mach ich sofort. Das ist ganz lieb von dir. Krasses Spiel. Schatzi. Das glaube ich dir. Krasses Spiel, echt. Wirklich. Krasses Spiel, ey. Aber geil. Mal gucken, ob die Aufnahme überhaupt noch läuft. Ja, die scheint noch zu laufen. Alles klar, die läuft. Okay. Die läuft noch. Also würde er mir jetzt ein Remis anbieten, Schatz, würde ich sogar wahrscheinlich annehmen. Naja, keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, was er vorhat. So, okay. Mir meinen Bauern klauen. Aber nicht schlimm. Ich klaue mir jetzt erstmal seinen Bauern hier. Oh, das ist ganz lieb von dir. Volle Kamera brauchst du ja nicht, ne? Dankeschön. Bitte, Das ist bitte. ganz lieb von dir. So. Ich könnte natürlich auch noch versuchen, hier mit dem Bauern durchzubrechen. Das könnte eigentlich klappen, wenn ich den hier hochsetze. Zack, zack. Könnte klappen. Müsste ich gleich mal schauen. Aber erstmal schauen, was er jetzt vorhat. Mich würde ja interessieren, ob er ein Remis annehmen würde, aber nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Freunde, ist gerade so spannend. Ist gerade so spannend. Ja. Er ist auf jeden Fall am Überlegen, was er macht. Schatzi, schwer am Überlegen. Ja, kannst du ja dann in Ruhe mal angucken. Ne? Ich meine, wenn ich gewinne, lade ich es hoch auf YouTube. Wenn ich jetzt trotzdem noch verkacke, dann lösche ich es einfach. Also wird nie jemand davon erfahren. Oh, was macht er jetzt? Jetzt hat er den Dings weggesetzt. Okay. Okay. Aber ich mache das trotzdem jetzt mal so. So, entweder setzt du jetzt deinen Turm weg.
Ersetzt den Turm weg. Ersetzt den Turm weg, okay. Oh. Okay. So, und nu? Was kann er jetzt machen? Jawolle. Jawolle, Schatzi. Unfassbar. Schatzi. Ja. Ich dreh das Spiel. Mega. Ich dreh das Spiel. Ja, vielleicht frisst ihr den ja rum. Na, das wäre jetzt der Hammer. Also das wäre jetzt der Hammer, wenn ich den jetzt noch kriege, Schatz. Heftig, ey. Heftig. Okay, Moment. Nehmen wir den doch schon mal raus aus dem Spiel. Okay. Okay. Geil, ey, ich krieg den noch, Schatz. Ich krieg den noch. Ich krieg den noch. Ich werd verrückt, ich krieg den noch. So, Moment. Naja. Warte mal, Moment, wenn er jetzt, was ist denn wichtiger? Ah, mein Bauer ist eigentlich wichtiger. Das muss ich eben überlegen. Wenn ich jetzt das Pferd hier hinsetze. Ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich mache. Ich kann mein Pferd... Ich setze mein Pferd mal hier hin. Mal gucken. So, jetzt vor Ort. Ich müsste den König rüberholen. Unbedingt. Ich muss den König rüberholen. So. Den schmeißt du nicht. So. Mal gucken. Ja, ich muss meinen Bauern beschützen, ey. Scheiße. Ich muss meinen Bauern beschützen. Wie soll ich den jetzt beschützen? Habe ich mich zu früh gefreut? Habe ich mich zu früh gefreut? Moment, aber wenn ich jetzt das Pferd wieder hier hinsetze... Ja, das ist scheiße jetzt. Das Pferd steht scheiße jetzt. Nein, nein, du kriegst mein Pferd nicht. Definitiv nicht.
Jetzt hat er die Verbindung verloren. Das wäre natürlich jetzt blöde. Jetzt hat er die. Ne, er ist wieder da. Okay, alles klar. Er ist wieder da. So, er hat mir meinen letzten Bauern geklaut. So, okay. Da muss ich jetzt mit leben. Da muss ich jetzt mit leben, dass mein Bauer weg ist. So. Schade eigentlich. Schade eigentlich. So. Ja, du kannst ruhig Krach machen. Das ist live, das gehört dazu. Mach mal ruhig. Ne? Das gehört alles dazu.
schönen Fischburger gleich essen. Meine Freunde, einen leckeren Fischburger. Übrigens ganz nebenbei, wo wir da gerade bei sind, wie gesagt, ich habe am Wochenende meinen ersten Veggie-Burger gegessen. Und wir haben echt sensationell leckere Patties gefunden im Rewe. Richtig geile. Und ich muss sagen, ich war schwer beeindruckt. Also richtig schön fettig gemacht. Halt wie ein Hamburger. Richtig schön. Und mit allen Zip und Zap. Und die waren richtig geil. Also die Patties haben richtig schön rauchig geschmeckt. Hatten einen affengeilen Geschmack. Und also echt geil. Kann man machen. Hat richtig, richtig gut geschmeckt. So, machen wir mal eben hier weiter. So, das kann ich jetzt gerade nicht machen. Moment, Verbindung weg, okay. Kann er ja nicht. Obwohl, das hätte ich gar nicht machen brauchen. Verbindung verloren. Ja, das wäre jetzt aber schade. Eigentlich wollte ich jetzt irgendwie versuchen, seinen Bauern da noch zu nehmen und das Ding jetzt dann noch zu gewinnen. Verbindung verloren. Okay, das ist höhere Gewalt. Wie gesagt, da kann man jetzt nichts gegen machen. Da muss man einfach mal schauen, ob die Verbindung gleich wieder da ist. Normalerweise brauche ich nur die Seite oder die Seite aktualisieren, dann ist es eigentlich wieder, ach, da ist er wieder. Okay, er ist wieder da. So, ja. Er ist wieder da. Okay. Remis durch Patt. Remis durch Patt. Okay. Das bedeutet, ja gut, er steht da und er kann zwar nirgendwo mehr hin, er steht nicht im Schach. Aber trotzdem verloren habe ich auch nicht. Ist gut möglich, wenn ich jetzt noch ein bisschen anders vorgegangen wäre. Sagen wir mal, ich wäre jetzt noch, ja, ich wollte seinen Bauern eh haben. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden. Und mit dem Putt kann ich leben. War auf jeden Fall ein geiles Spiel. Und ne, ich freue mich, dass ich das noch so gedreht habe. Die Partie und dann noch einen Putt rausgeholt habe. Da habe ich ja gar nicht mehr mit gerechnet. So, in diesem Sinne, jetzt gibt es gleich erstmal lecker Futter. Und ich würde sagen, macht das gut und wir sehen uns. Bis dahin, ciao.